Hallo Leute, Sonntagnachmittag, die Sonne scheint, es ist wunderbar warm, sitze hier bei uns im Garten und lese gerade wieder bei Facebook, dass Miserio festgestellt hat, dass 60% des Weizens in den Futtertrog geht, was natürlich nicht stimmt, sondern 58% des Getreides, dazu gehört dann auch Gerste, und dass sie sich dafür einsetzen, dass mehr Getreide für die Menschen im Süden, also in Afrika, zur Verfügung stellt und wir deshalb hier die Tierhaltung reduzieren sollen. Gut, jetzt sagen wir mal, wir machen das. Wie soll das denn jetzt praktisch gehen? Ihr wollt, dass mehr Getreide für andere zur Verfügung steht, das heißt für den Export. Bisher hieß es doch immer, wir würden mit unserem Export in den armen Ländern die Märkte kaputt machen. Aber schwamm drüber. Wenn wir das jetzt trotzdem machen, dann fehlt das Futter doch für die Tiere. So, was sage ich denn dem Berufskollegen, der Schweine hält oder Bullen mästet oder sonst wie auch immer? Soll der jetzt nur noch die Hälfte der Tiere halten? Sollen die Hälfte der Landwirte, die Tiere halten, aussteigen aus der Tierhaltung? Wie soll das praktisch gehen? Das muss ja dann, sag ich mal, zur nächsten Ernte passiert sein. Es wäre natürlich eine Möglichkeit, dass man hingeht und sagt, man bezahlt eine Schlachtprämie und es wird für die Hälfte der Tiere vom Staat eine Prämie bezahlt. Ich glaube, früher nannte man sowas Herodesprämie. Glaubt ihr, das wird funktionieren? Jetzt nehmen wir mal an, das wird funktionieren und wir würden die Tierhaltung hier um die Hälfte reduzieren, wie das Renate Kühner es immer so gerne hat. Was dann? Dann haben wir halb so viel Fleisch wie noch vor einem Jahr. Und wenn uns die Hälfte des Fleisches fehlt, was passiert dann? Wird dann der deutsche Bürger die Hälfte an Fleisch essen? Doch wohl eher nicht. Also, was wird der Herr Rewe und Frau Edeka machen? Sie holen das Fleisch von woanders her. Wenn sie es von woanders her holen, was bekommen die Tiere denn da zu fressen? Auch Getreide, klar. So, was hat sich jetzt geändert gegenüber vorher? Merkt ihr was? Es ist unheimlich einfach, mal so einen Satz rauszuhauen, es darf nicht mehr so viel Getreide in den Trog gehen. Wenn man sich dann aber auch überlegt, wie das in der Praxis funktionieren soll, dann merkt man, das ist eine relativ einfache Antwort auf ein relativ komplexes Problem. Und das funktioniert in den nächsten Fällen. Also nochmal, was ich von euch, die alle diesen Satz 60% Getreide in die Tierfütterung ist zu viel, wissen möchte, wie viel darf es denn sein? Wie kriegen wir das denn hin, dass die Menschen auch tatsächlich das Fleisch weniger essen? Weil sonst haben wir ja nichts gekonnt. Wie vermittelt ihr das den Landwirten und wie sollen die Landwirte reagieren? Darauf hätte ich gerne Antworten. Ich hätte auch gerne Antworten auf die Frage, wo kommt die organische Düngung her? Cem Özdemir hat ja gesagt, wir sollten statt Kunstdünger mehr mit Mist und mit Gülle düngen. Tja, das klingt genauso wie Marie Antoinette, wenn die Leute kein Brot mehr bekommen, dann sollen sie halt Kuchen essen. Wenn wir die Tierhaltung hier reduzieren, haben wir natürlich auch weniger organischen Dünger. Und der Mineraldünger wird von selber weniger und ist auch viel zu teuer. Auch wieder so eine Frage. Also man muss das Ganze wirklich vom Ende her denken und sich überlegen, was das für Folgen hat, wenn wir hier mehr Getreide für die menschliche Ernährung zur Verfügung stellen und die Tierhaltung reduzieren. So einfach, wie man das in einem Facebook-Artikel schreiben kann, ist es in der Realität nicht. So, und wenn ihr mir antworten wollt, wie das alles gehen soll, könnt ihr gerne machen. Schreibt an Willi
bauerwilli.com. Ich warte.